Ja, kalt war es heute. Also richtiges Adventssegeln. Ruder etwas schwergängig, weil wahrscheinlich das Fett auch etwas zähflüssiger war als gedacht. Got it. The rudder is a problem. I think it's too stiff, huh? Maybe a bit of temperature. But it should spin, you know? If you ease it here, it should. Wir waren mit der Flabria 40 am 1. Dezember auf der Danziger Bucht unterwegs. Ein richtiger Probeschlag im Sinne des Wortes war das nicht. Eissegeln bei minus 12 Grad und satten 6 Beaufort, Schneetreiben, Regen und am Ende Eis im Danziger Seekanal. Das war schon eher die harte Nummer. Ich leg mich hier gleich so auf die Fresse, das ist so gut. Die Windlocks sind eingefroren. Das heißt, der Self-Tailer wird auch schwierig heute. Mit vereisten Winschen und tiefgefrorenen Schoten und Blöcken Manöver zu fahren, das haben wir unterlassen. Wir konnten uns trotzdem ein gutes Bild der Segeleigenschaften dieses Schiffes als solches machen, aber vielleicht nicht unbedingt repräsentativ für den normalen Schiffer, der mit diesem Schiff im Sommer auf der Ostsee segeln möchte. Der erste Eindruck, wenn man an Bord kommt, ist einer von sehr, sehr gutem Handwerk, vor allem was den Innenbereich angeht. Das Schiff ist hervorragend ausgebaut, alles wirklich schön schiffig in Holz. Da sieht man, dass da richtig gutes Handwerk drin steckt. Unter Deck, das Erste, was auffällt, ist, dass das Schiff von innen sehr hell ist, sehr geräumig ist und vor allem sehr schön, sehr gediegen, sehr schiffig ausgebaut ist. Man sieht auf den ersten Blick, dass sehr, sehr gut handwerklich gearbeitet wird auf der Flabria Werft. Alle Holzarbeiten sind vorbildlich ausgeführt. Es gab selbst bei den Prototypen eigentlich kaum Stellen, wo man gesagt hätte, das ist halt noch ein Prototyp. Den gleichen Eindruck hatten wir schon, als wir die Werft besucht haben. Dort konnten wir sehen, wie das kleinere Schiff, die Flabria 33, gebaut wird und konnten uns von der Bauweise überzeugen, von der sehr soliden Grundkonstruktion dieses Schiffes. Besonders auffallend ist, dass Rumpf und Deck nicht im späten Stadium miteinander verklebt werden, sondern in einem sehr frühen Stadium fest aufeinander laminiert werden. Das heißt, es gibt keine Nahtstelle zwischen Deck und Rumpf, wie bei den meisten Schiffen übrig, wo das Deck gegen Ende des Fertigungsprozesses draufgeklebt wird. Die Flabria-Schiffe, sowohl die Flabria 33 als auch die 40er, die wir dann gesegelt sind, werden wie gesagt sehr, sehr früh fest miteinander laminiert und der gesamte Innenausbau findet später statt. Der zweite Vorteil ist, dieses Schiff wird nach den Wünschen der Kunden ausgebaut. Da kann alles angepasst werden. The basic concept was to build a boat without any technological shortcuts. Because Flabria was founded by experienced carpenters, boat builders and marine engineers who were working for most famous boatyards in whole Europe. Starting from construction foam, we are shaping the foam on this thing called helling. And then we are laminating from the outside, we turning, flipping around the hull, then we fitting the interior. This way of boat building takes time and needs some precise cutting and fitting and so on, but on the end the boat is much stronger, it doesn't crack at waves or on the bad weather at sea, and it's much stiffer than any boat built with a mold. Die Flabria 40 in der Version, wie wir sie gesehen haben, hat insgesamt 8 vollwertige Kojen. Das ist viel für ein Schiff dieser Größe. Ein sehr großzügig und mit viel Platz ausgebautes Vorschiff. Eine zweite Kajüte vorne gegenüber der ersten Nasszelle mit 2 Kojen übereinander und 2 vollwertige Kabinen unterm Cockpit, wo man jeweils zu zweit drin schlafen kann. Dazu kommt eine zweite Nasszelle im Salon gegenüber der Pantry und ein trotz dieser 8 Kojen immer noch sehr großzügiger, sehr lichtwirkender Salon mit einer offenen Küche. Also Platz ist auf diesem Schiff wirklich mehr als genug. Und besonders nett einfach, dass auch das riesige Vorschiff, wo man aufrecht drin sitzen kann und wo man sich richtig vorstellen kann, da mit seinen 2, 3 Kindern zu spielen und Kuschelecke zu haben. Ich bin früher viel als Kind gesegelt, da hätte ich mir sowas gewünscht. Die Navigation findet man auf der Flabria 40 direkt, wenn man den Niedergang runterkommt, auf der Backbordseite. Da ist ein ausreichend großer Kartentisch vorhanden, wo man auch eine Sportbootkarte unterbringen kann.
Also nicht nur einen kleinen Tisch für einen Kartenplotter. Zur Elektronik ist zu sagen, dass da wirklich gute Qualität verbaut worden ist. Es gibt ein großes Schaltpanel, was extra für dieses Schiff angefertigt wird. Und ansonsten Webasto-Heizung, Furuno, Raymarine, da kann man nicht meckern. Das sieht alles sehr gut und vernünftig aus. Dazu kommen noch so kleine Highlights wie eine Stereoanlage mit gutem Soundsystem, die Plug-and-Play direkt vom iPod spielt. Das freut dann. Uns leicht negativ aufgefallen ist, sind die Beschläge. Das liegt daran, dass das Schiff nach langer Bauzeit auf einmal recht schnell fertiggestellt werden musste für die große Bootsmesse in Polen. Darunter haben die letzten Details im Innenausbau etwas gelitten. Die ganzen Beschläge, Handgriffe und Co. sind eher Baumarktqualität, aber das wird bei den Serienschiffen anders werden. Auch in die Kategorie Kinderkrankheiten eines Prototyps fallen so Sachen wie die Solarlüfter, die etwas unsolide aussehen, einzelne Details in der Küche oder auch so Sachen wie, dass die vordere Tür zum Vorschiff nicht ganz zu öffnen ist. Da hat man sich anscheinend vermessen. Auch das soll behoben werden bei der Serienproduktion. Der Rumpf der Flabria wirkt auf den ersten Blick etwas hochbordig. Das liegt auch an dem sehr hohen, sehr steilen Steven vorne. Dazu kommt ein, wie heute üblich, relativ breites Heck. Was anders ist als bei vielen anderen Schiffen ist, die Flabria 40 hat keinen richtigen Decksprung, sondern eine von vorne nach hinten abfallende, gerade Linie, aus der der Aufbau mehr oder weniger waagerecht hervorkommt. Der Rumpf an sich wirkt etwas hochbordig, aber aufgrund dieser waagerechten Deckskonstruktion schön anzusehen, sportlich anzusehen. Man sieht dem Schiff an, dass es schnell segeln wird. Sehr überzeugt hat mich auch das Deckslayout der Flabria 40, insbesondere weil wirklich nur Ware erster Qualität verwandt worden ist. Wir finden Luma-Winschen, durchgehend Hakenbeschläge, Spinlock-Klemmen. Das ist alles richtig gutes Material. Was fehlt, ist insbesondere am Rig weitere Trimmmöglichkeiten. Da soll ebenfalls noch nachgemessert werden. Auf der Flabria 40, die wir gesegelt sind, gab es zum Beispiel keinen Achterstarkspanner. Den haben wir schmerzlich vermisst, aber das wird kommen. Was ich im Cockpit vermisst habe und woran man definitiv noch arbeiten muss, sind Ablagemöglichkeiten. Irgendwo ein kleines Schwalbennest wäre nett, das fehlt komplett. Und dann Abstützmöglichkeiten sowohl diagonal an der Seite als auch in der Mitte, wie auch Beschläge zum Einpieken bei schwerem Wetter. Most of equipment was frozen, winches were not working because of frozen water and the lines were frozen, so we just for safety reasons stay in a cockpit and we enjoyed what it was. But on the other hand, it was a piece of good sailing because we had quite big swell, wind up to, I think, 30 knots. So I think we were enjoying this sailing. It was freezing cold and it was quite interesting experience just before Christmas. Die Flabria 40 wird, denke ich, eigene ansprechen, die ein sportliches Schiff suchen in modernem Design, die aber viel Wert legen auf grundsolide Herstellung und vor allem einen sehr, sehr schönen, handwerklich guten Innenausbau mit viel Platz unter Deck. Das Schöne an der Flabria 40, insbesondere was den Innenausbau angeht, ist, dass man hier kein modulares Konzept vorgesetzt bekommt, wo man ein paar Sachen hin und her schieben kann, sondern da man sich ganz, ganz früh selber in den ganzen Ausbau mit einbringen kann, kann man ganz viele eigene Wünsche verwirklicht sehen. Die Werft wird alles möglich machen. Man bekommt im Prinzip ein von innen her zumindest Custom-Build-Schiff zum Serienpreis. Mit 200.000 Euro ist die Flabria 40 ein Mercedes zum Passatpreis. Auch wenn wir die Flabria 40 bei dem Eisgang und dem Wetter nicht wirklich testen konnten, das Grundkonzept der Werft und das Grundkonzept dieses Schiffes hat mich überzeugt.